Hallo und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir sitzen hier in einem Wasser-LKW. Wir hatten ihn ja genommen, um die Gewächshäuser aufzufüllen. Wir hatten ihn aber einfach hier hochgeschickt und da ist mir aufgefallen, wir haben ja den Kuhstall 1 noch gar kein Wasser reingefahren. Ne? Weil ich wollte ihn jetzt hier praktisch einen anderen Trailer verpassen, sodass wir erstmal Gärreste und dann Gülle fahren können in die Agrochemie. Ne? Aber da ist mir aufgefallen, wir haben ja noch gar kein Wasser hier in den anderen Kuhstall gefahren. Weil ich dachte, musste erst noch mal gucken, ob die Tiere alle Wasser haben. Und hier Kuhstall 1, ja, da fehlt noch was. Die anderen drei Kuhställe sind voll. Das haben wir hingefahren, aber hier nicht. Da oben steht auch einmal drin, Arbeit beendet. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon echt von Drescher kommt. Können wir auch gleich mal gucken. Oh, das ist ein Lexion, der da fertig sein will. Muss entladen werden. Ach, da funktioniert wieder. Ah, die stehen bestimmt nebeneinander. Ne? Ja, wir machen erstmal das Wasser fertig und setzen erstmal hier so einen Gärrestefahrer in Gang, bevor wir uns darum kümmern dann. Jo, das ist natürlich hier wieder... eindeutiger Fahrfehler. So, Mist ist komplett in der BGA drin. Der Deckel auf und Wasser rein. Hier steht eine angefangene Palette Eier und da oben auch bloß, ne? Weil ja oben die Meldung gibt es ja immer noch, dass die Bäckerei Eier will. Ja, zumachen ja. Nicht, dass das Wasser verdunstet. So, dann gucken wir mal. Agrochemie. Da können wir richtig viel Gärreste reinfahren. Also 10-mal können wir ihn schicken. Genauso, wenn wir genug Gülle haben in den Kuhstellen, können wir auch 10-mal Gülle fahren lassen. Wobei wir unter BGA auch Gülle brauchen. Sieht's da aus bei den Tieren? Kuhstall? Ach, die sehe ich oder hier nicht. Ne? Sehe ich das hier? Nee, muss ich hier hinter, ne? Nee, hier hinten sehe ich es doch nicht. Nee, muss doch im Kuhstall rein, oder? Hier sehe ich es nicht. Komme ich hier durch? Bin zu dick. Achso, hier steht es doch schon. Ja, 229.000. Ja, alles ausgeladen? Ne, ist voll, okay. Weil wir können nicht die ganze Gülle runterfahren. Hier haben wir 361.000. Meine gut, das sind schon 500, das reicht schon. Da wird in den Kälber stellen, wird auch was drin sein. Was man dann natürlich Richtung BGA fahren könnte. Ja, wohl 91.000 ist nicht viel, ne? Knapp 200.000, ja.
Müssen wir dann gucken. So, so, nee, die Fässer stehen doch vorn. Wir schicken ihn aber erstmal los, dass er... Es reicht auch, wenn er... sechsmal Gärreste fährt, oder? Weil wir haben relativ viele Gärreste in der BGA, klar, aber... Wenn wir die jetzt dorthin fahren, wir können sowieso nicht alles verarbeiten. Hier stehen bloß die Gottefässer. Wo habe ich denn das? Haben wir nicht ein graues, großes Fass? Da hätte ich auch hinter springen sollen, oder? Mit den Gottwissen haben wir doch zugeliefert. Aber wir haben doch eigentlich ein graues, großes Fass. Ach, da steht's. So, dann fährt er natürlich abholen, abliefern. Beladen. Großer Kuhhof MVA. Ne, großer Kuhhof BGA Gärreste. Abholen. Er bringt uns die Gärreste zum Lohnerhof. In die Agrochemie-Anlieferung. Mit Gärreste und sechsmal. 3000 Liter. Ja. Wo will er denn jetzt hin? Ja, gleich klebt er am Kuhstall, oder? Kommt er da rum? Na gut. So, wenn er das fertig hat, kann er dann Gülle auch noch fahren. In irgendeinem Kuhstall. Die 300.000 Liter aus Kuhstall 1 zum Beispiel. Nee, 2 oder 1. Eins von beiden. So, wir müssen auch erstmal gucken, was hier mit unseren Treschern ist. Weil ich vermute mal, die Treschers sind fix und fertig. Genau. So, Jänner hier ist fertig. Und der Abfahrer kommt an den anderen einfach nicht ran, würde ich denken, oder? Ja, ist unsere Drescher-Saison schon beendet im August? Nicht ganz, ne? Wir müssen nämlich noch unser Feld hier unten Wachstum. Unser Feld 16 ernten mit was gedroschen werden muss. Und dann haben wir ja noch hier 45, haben wir auch noch zum Dreschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel... Der hat, ist relativ gut dabei hier mit Wartung und mit Diesel. Von daher werden wir ihn hier runterschicken. Wir schicken nur einen an die 16. Wir werden dort unten vielleicht auch mit Cosplay-Abfahrern arbeiten. Nicht mit Überladewagen. Aber auch die beiden Abfahrer, die wir hier nutzen, würde ich fast meinen. Aus dem einfachen Grund, weil die Fahrstrecke so weit ist. So, Feld 16. Ob wir ihn heute einstellen, weiß ich noch nicht. Das, er fährt erstmal dorthin.
Nun, hat er keine Meinung mehr hier oder was? Dann schicken wir ihn mal hier weiter. Lässt sich nicht weiterschicken, okay. Gut, jetzt macht er irgendwas. Ich wollte schon sagen, irgendwas Komisches, ne? Aber ja, viel besser sieht es nicht aus. Aber er bleibt nicht hängen, ne? Wie es aussieht, fährt er erst abhungern. So, ja. Hier oben stehen sie rum, ne? Hier können wir einmal aufs Knöpfchen drücken. Sägewerk, groß Holz, 2 Tage 8. Also wir brauchen noch mehr Holz. Stamm. Nicht mehr Holz, also. Wie war denn das jetzt? Produktion Gewächshäuser, oder? Holzlager, Abholung. Da schauen wir mal, was wir ja an Leerpaletten rauskriegen. Wie gesagt, wir haben 30.000 auf Lager. Das Teil machen wir ja einmal leer. Und dann werden wir die einfach unten hier am neu platzierten, in der neu platzierten Verkaufsstation einfach verkaufen. So, Leerpaletten. Genau. Wie viel haben wir aufgeladen? Klasse, Holger. Wir haben aufgeladen so ziemlich genau 5 Stück. Also brauchen wir noch 25. Oh, er backt die auch ganz schön ineinander, ne? Naja. Er wird schon wissen, was er tut, ne? So, ja. Ist natürlich auch noch kein Kurs ordentlich eingefahren. Ist dann noch hier oben drin natürlich unter Baustelle. Da müssten wir auch mal einen Kurs einfahren. Wenn wir jetzt ja schon die Wege bemalt haben. Weiß zwar nicht, wo er jetzt hin will, aber er wird einen Weg finden, ne? Er meckert ja nicht, ne? So, damit läuft das erstmal. Fässer müssen zur Kellerbrauerei. Aber werden die nicht verteilt? Die reichen ja nicht, ne? Fässer werden doch verteilt, aber die reichen. Doch, die reichen noch aktuell. 8-1 haben wir auf behalten. Okay. Ja, es ist weit bis darunter. Okay, das tun wir. Die müssen wir dann nochmal fahren. Weil ich gerade den LKW gesehen habe, man könnte natürlich einen zweiten parallel schicken mit Gülle fahren, aber weiß nicht, ob es das. Aber ihn hier hinten können wir den schon als Abfahrer losschicken, 216. Das können wir eigentlich theoretisch tun, ne? Weil was will er jetzt hier noch warten? Der Überladewagen kriegt entweder erstmal alles rein aus den Trescher, sind ja nur maximal 17.000 oder 18.000, wenn er voll wäre. Aber der Drescher hat ja die Arbeit beendet.
Ne? Von daher, wir schicken ihn mal einfach bloß mit Fahren hin, dass wir wissen, dass wir noch einen ordentlichen Kurs machen müssen. So, wir können gleich Gearreste ankommen. Unser Lexion ist da. Oh, er kommt hier nicht rein. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, er kam rum. Weil es ist schon klar, die Abzweigung und hier durchs Tor durch, das ist schon... Naja. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder müssten wir weiter nach hinten ausholen. Oder wir machen hier einen kleinen Versatz rein. Haben wir natürlich wieder das Problem Gegenverkehr, ne? Aber wie oft fahren wir mit den Gespannen hier rein? Na gut, klar, ein anderes Gespann kann ja auch reinfahren. Wir fahren definitiv etwas im Gegenverkehr. Oder wir müssten den Abzweig komplett über den Gegenverkehr nehmen. Ist natürlich... Ja, so ist blöd. Moment, nee, das müssen wir anders machen. Das machen wir gleich anders. Das kann nur wieder... ungewollten Chaos führen. Wir werden hier abzweigen. Und war richtig. Und somit durfte es eigentlich nicht zum Crash kommen. Hoffe ich. Und sein Ziel müsste er finden und er müsste rumkommen, oder? Der Milchfahrer ist ja rumgekommen, aber wie gesagt, der ist ja nochmal hier einen Tick länger. Auch hier müssten wir eigentlich, hier habe ich, da haben wir ja gar keinen Abzweig drin, ne? Achso, der soll hier hinten wenden, okay. Nee, der kommt immer noch nicht rum. Weil er natürlich jetzt hier hinter will, ne? Natürlich jetzt blöd. Beziehungsweise... Wir müssen ihn viel eher rüberfahren lassen, ne? Gucken wir mal, ob es da besser geht.
dass er deutlich gerader steht. Wir haben bestimmt eine Lampe hinter uns gefunden. Jetzt haben wir uns ja Lampe festgebackt. Das gibt's doch nicht. Wo hängen wir denn hier fest? Boah, die kriegen ich nicht mehr weg. Was ist denn das? Könnte sein, dass das immer noch zu spät ist, wo er erst drüber fährt, oder? Nee, wird nix. Oder? Nee. Das reicht immer noch nicht. Oh, ich kann hier draußen Straße. Ich meine, wir können hier noch eins machen, dass wir ihn hier weiter. Wir können das hier nochmal wegnehmen. Und lassen ihn hier abbiegen. Quatsch, falsch rum. Das natürlich noch blau machen. Also da noch ein bisschen mehr ausholt. Das ist eben das, wo mir auch, ja, wo mir der Kögel eigentlich nicht so gefällt. Jetzt ist natürlich so, dass wir nicht die richtige Spur erwischt haben. Ja, man muss ja ohne Spurwechsel machen. Das ist doch Mist. Meinen die Anhänger hier vom Friesenjungpack oder was Achim gemacht hat, Transportpack, das ist schon. Ist schon so nicht verkehrt. Naja, gerade so kommt er rum hier. Gerade so. So, halt ein bisschen Autolot anmachen. Paletten sollte er da stehen, oder? Big Bags wollen wir nicht dran. Wir wollen. Ah, jetzt habe ich. Was? Da ist schon dreimal drüber gedrückt, oder? Ach. Europalette. Das. So, was nehmen wir zuerst mit? Wir nehmen mal 60 Paletten Brot mit. Nehmen wir oben an. So, hier 60 Paletten. Richtig was zu tun hier im Lager, ne? 60 Paletten sind ja hier in Anführungsstrichen nur 60.000. Aber es wird auch gutes Geld geben. Da schauen wir mal, wo wir damit hin sollen.
Mit nach oben müssen wir. Rot. Nach Lidli. Ne? Aber ich kann ihn hier gleich rausfahren, weil sonst wird das ja nichts. Die Ausfahrt wird auch nicht funktionieren rechts rum. Das wird er auch fast nicht schaffen. Lidli. So, Arbeit beendet. Das ist einmal, würde ich sagen, Mulcher. Und das andere ist auch Mulcher. So, der Drescher ist fertig. Dann fahren wir mal los. So, hier können wir wieder ausmachen. Das kann auch raus. So, und dann schicken wir ihn natürlich zum Lohnerhof. War an die Werkstatt 2. Muss ich kurz überlegen. Werkstatt 1 ist ja im Gebäude. Wir schicken ihn zur Werkstatt 2. Wo in der Deutz sind. Achso, wir stehen schon fast drin. So, ihn müssten wir jetzt einfach bloß weiterschicken, oder? Geht nicht. Gut, egal. Mal schauen, ob wir die 15.000 noch unterkriegen. Eigentlich hätten wir ihn noch zum Hof schicken können, oder? War jetzt ein bisschen. Könnte ich ja mit dem Überladewagen genauso ins Silo abladen. Wollen wir hier quer übers Feld donnern? Ich denke mal, wir werden hier auf dem Feld auch beide Mulcher einsetzen, weil die beide fertig sind. Weil aktuell haben wir nichts weiter, was die machen könnten. Ja. So, dann kann er nämlich, wie kaputt ist er? Ja, doch, er fährt auch dann zum Lohnerhof, zur Werkstatt. Ich hoffe, wir kriegen alles rein, aber das sieht optisch erstmal ganz gut aus. Genau, 0,0. Kann er los? So, und er bekommt hier das raus. 16. Und eins weiterschalten, dass er erstmal ausladen fährt. Ne? So, dann nehmen wir hier oben Mulcher. Der plus temporärer Kurs Feld 1. Nehmen wir nächsten Mulcher. Kurs auch raus. Feld 1. Oh, die haben natürlich nicht mehr viel Sprit, ne? Aber dann fährt er euch mal tanken zwischendurch, würde ich sagen. Habe ich mir das als Tastenkombination belegt? Was gucken? Gucken.
Autotreff. Fahrzeug tanken. Ist nicht belegt. Könnte man höchstens mal eins machen. Guck, ob das geht. Aber das müsste eigentlich gehen. Der Fahrzeug tanken. Speichern. Fahre tanken. Okay. Und wenn wir jetzt nicht zu spät gedrückt haben, biegt er gleich links ab, oder? Genau, weil hier drinnen gibt es eine Tankstelle. Hier drin gibt es eine Tankstelle, die fährt er an und dann fährt er weiter zu Feld 1. Warum soll ich Diesel hier bezahlen? Ne? Aber so gar nicht verkehrt. Gut, aber wir sind ja auch schon dolle über die Zeit, ne? Ja, nächste Folge natürlich hier von der Rostock am Freitag. Werden wir dann mit Raps dreschen. Unten. Weiß auch nicht, wie weit wir das sind. Muss ich mal gucken, wie das zeitlich aussieht. Ja. Aber ja, das ist ja noch zu tun. Vielleicht sollten wir auch die Zeit hochstellen. Vielleicht sind wir auch schon am 2. August da. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen hier. Schauen wir mal. Gut, also in diesem Sinne, dann bis Freitag 9 Uhr, nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.